Hallo liebe Caster, eine Woche geht wieder zu Ende und sie war sehr ereignisreich. Als allererstes habe ich mich mit meinem Vorstand zurückgezogen, 2 Tage Klausurtagung, weil es geht um Strategien für Cast. Wir müssen jedes Jahr 1,5 Millionen einsparen, 6 Millionen insgesamt, das ist schon eine bedeutende Zahl. Und Sie wissen, ein Steuerzahler ist verloren gegangen in Cast und wir müssen strategische Ziele entwickeln, um das alles zu kompensieren. Es wird auch wehtun in Cast, das muss man einfach so sagen. Vielleicht werden wir manche Dinge nicht mehr tun können und viele Caster müssen sich beteiligen. Aber wir wollen familienfreundlich bleiben, wir wollen digital werden, wir wollen Cast werden. Wir sind Cast, das ist doch ein tolles Ziel für uns alle. Bunt, vielfältig, alles gemeinschaftlich. Ja, Haushaltskonsolidierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir werden auch das schaffen. Dann war ich diese Woche noch unterwegs und habe als Vorsitzende des Kuratoriums der Sparkassenstiftung 2 tolle Menschen ehren können. Einen jungen Mann, der sich engagiert eingebracht hat für die Johanniter und für viele ältere Menschen. Und dann die liebe Brigitte Albrecht, die Alltagsheldin geworden ist von Cast. Und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, das ist sie auf jeden Fall. Hallo liebe Caster! Heute sind wir ganz live im Johanniterstift und wisst ihr warum? Wir haben ja einen ganz tollen jungen Mann. Wer ist das denn? Ich bin Niklas Büchel und ich habe zusammen mit einem Freund aus der Schule für mehrere Seniorenheime hier in Cast und der Umgebung Tablet-Computer zur Verfügung gestellt und im letzten Jahr während Corona eingerichtet, sodass eben halt die älteren Menschen unter uns auch trotz Corona und trotz Lockdown und so Kontakt zu den Angehörigen pflegen können und eben auch da ein bisschen an die Digitalität herangeführt werden. Genau, Herr Fritsch, das war super, oder? Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner für diese große Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Genau, und er hat den Preis der Sparkassenstiftung für die Kategorie U21 gewonnen und hat 1000 Euro, die er jetzt zusammen mit seinem Freund einfach teilt. Und wir wissen nicht, was er damit macht, aber ich finde dieses Engagement ist so super. Danke an ihn, an den Herrn Kolb. Und an die Sparkassenstiftung, weil nur ohne die wäre das auch nicht möglich gewesen. Genau. Vielen Dank. Tschö. Mein Name ist Volker Gärtner von der Sparkassenstiftung Cast-Büttgen und ich bin hier im Café Einblick zusammen mit der Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung, der Bürgermeisterin Uschi Baum. Und wir verleihen gleich den Preis an eine Alltagsheldin der Sparkassenstiftung. Eine Alltagsheldin, die es verdient hat, weil sie sich für ihre Mitmenschen eingesetzt hat. Für Menschen mit einer Behinderung, der wir auf diesem Wege zeigen wollen, wie dankbar wir ihr für ihr ehrenamtliches Engagement sind. Und da freue ich mich, dass gleich Frau Uschi Baum, die Bürgermeisterin, diesen Preis übergeben wird. Ja, ich freue mich riesig, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Und es freut mich wirklich super, nach so einer langen, geschlossenen Zeit, dass wir wieder da sein können. Ganz herzlichen Dank.